Das war gerade so heftig schön, oder was sagst du? Es ist 9:15 und das Wetter ist schon richtig schön, also richtig warm. Und obwohl wir direkt am Wasser stehen, sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Und obwohl wir direkt am Wasser stehen, ist es hier überhaupt nicht windig, richtig schön. Und es ist immer noch der gleiche Spot direkt am Meer. Einfach nur traumhaft. Algarve, Alexur oder so heißt das hier. Und wir sind jetzt gerade am Arifana Beach. Sehr, sehr schön, oder? Ja. Ist auch sehr warm. Je südlicher wir kommen, desto wärmer wird's. Ja. Aber schwimmen gehen, Raphael, was sagst du zum Schwimmen gehen? Geht so. Also ohne Neoprenanzug ist es sehr gewagt. Ja, ist schon sehr kalt. Also. Ja. Also man kann mal reingehen, aber. Ist auf jeden Fall kalt. So, bei uns gibt es jetzt gleich schön Burger. Ein heftiger Sonnenuntergang. Da denkt man sich immer, warum ist in Deutschland nicht immer so ein heftiger Sonnenuntergang? Aber jetzt ist es auch kalt. Jetzt gehen wir zurück zur Van und gucken noch, ob wir eine geile warme Dusche kriegen. Bei uns gibt es heute lecker Salat. Wir stehen hier auf nicht so einem nicen Spot. Das ist eigentlich nur ein Parkplatz. Also hier in Portugal gibt es echt schönere Plätze. Aber der Strand soll richtig schön sein und den wollen wir gleich auschecken. Und vorher hatten wir Hunger. Deswegen. Es ist halt jetzt so ein Strandparkplatz geworden. Und dachten, boah, der Strand ist richtig geil. Und trotzdem kommt man immer wieder an einen Strand, der einfach irgendwie noch geiler ist. Oder zumindest anders. Und dann einfach wieder geil. Diese Gesteine und dann dieses grüne Wasser und diese krassen Wellen. Keine Ahnung, ey, das schockt schon.
übrigens, Raphael ist der langsamste Mensch, wenn es um Schuhe anziehen geht. Ja, da guckst du, ne? Ich glaube, das wird ein Zeitraffer. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Praia da Marina, einer der legendärsten. Das war eng. Okay. So, wir sind auf dem Weg zur Praia da Marina. Das soll jetzt auch, also man muss dazu sagen, die Straßen sind hier extrem eng und die Portugiesen rasen hier auch echt ein bisschen durch, gerade in den Kurven. Sieht man das nicht kommen, ne? Okay, Anlauf 3. Wir sind auf dem Weg zur Praia da Marina, einer der berühmtesten Orte an der Algarve. Und wir erhoffen uns nicht so einen großen Touri-Auflauf, weil es ist noch früh. Und es ist Februar. Dementsprechend ja, halt auch gerade Nebensaison. Schauen wir gleich mal. Wir sind gespannt. Sicht denn aufs alles? Die Zeit läuft aber. Ach da, rot blinkt. Ja. Wir waren heute früh bei der Praia da Marina. Man sollte auch früh hinfahren, weil später kamen sie dann alle, die ganzen Busse und so. Also richtiger Touri-Auflauf war dann da, ab 12 Uhr würde ich sagen. Und dann macht es nicht mehr so viel Spaß und Sinn da. Und vor allem, man muss bedenken, wir waren im Februar da, ne? Ja, wie ist es dann im Sommer, in der High Season? Also lieber früh aufstehen, Kinders, wenn ihr den Platz entspannt für euch haben wollt. Ne? Und dann sind wir weiter zur Bengali Cave. Weißt du noch Bengali Cave? Benagil. Zur Benagil Cave. Die ist gar nicht viel weiter. Also man kann sogar hinlaufen über die Felsen, aber mit dem Auto sind es 4 Minuten. Ja, 5 Minuten. Ja. Und wir haben eine Bootstour genommen, weil, ja, wie gesagt, es ist Februar und wir wollten halt die Cave von innen sehen. Normalerweise kann man auch hin schwimmen oder mit einer Luftmatratze rein, weil das ist wirklich einfach nur so links um die Ecke. Aber es ist jetzt wirklich zu kalt. Also das Wasser hat 12 Grad oder so und es schwimmt auch einfach niemand, weil es so kalt ist. Deswegen haben wir für 15 Euro ein Boot genommen. Das war aber auch gut. Der hat dann noch ein paar mehr Buchten und so gezeigt. Das war eigentlich ziemlich cool. Also bevor man gar nicht hinfährt, auf jeden Fall die Bootstour nehmen. Ja. Oder in der High Season kann man sich auch Kajaks mieten. Die 3 Varianten hat man auf jeden Fall. Und man kann die Cave auch noch von oben sehen, von außen. Da muss man nur so einen kleinen Weg gehen, der ist auch nicht ausgeschildert. Also man geht einfach vom Beach zum Parkplatz und dann kommt so ein kleines Restaurant, so ein griechisches Restaurant, glaube ich, und dann geht man da so die zweite Treppe hoch. Und dann sieht man eigentlich schon, dann kommt so ein kleiner Weg und so. Dann geht man da einfach entlang und dann kann man das auch eigentlich nicht verfehlen. Und dann hat man einen guten Blick in die Cave. Wir sitzen nämlich gerade auf der Benagil Cave. Quasi, da oben ist das Loch. Wir sind gerade so an der Außenseite. Ah, nee, da wo die Leute stehen. Da ist, glaube ich, die Cave. Ja, das Loch. Ich schwenk mal. Hier ist jetzt der nebenanliegende Strand. Und da, wo diese Bootstour hinfährt, da geht es jetzt zu. Lohnt sich auf jeden Fall. Also Praia da Marina und die Benagil Sea Cave auf jeden Fall mitnehmen, wenn man hier ist. Ja. Und so früh wie möglich immer da sein. Ja. Amen. Thank you.